Edik Hunzinger, Sie sind vom Seychelles Tourism Board. Können Sie sagen, warum soll man auf die Seychellen? Also ich muss gestehen, heutzutage, wenn man die Lage schaut auf der ganzen Welt, suchen sich natürlich sichere Destinationen. Das muss man erstmal auch sagen. Man fliegt nur 9 Stunden, nonstop halt natürlich von Europa. Wir sind katholisch und wir haben 115 Inseln. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir auch Europa erzogen sind. Das heißt, für die Europäer nach den Seychellen zu kommen, gibt es überhaupt keinen Kulturschock. Und Sie haben gerade gesagt, 115 Inseln. Auf welche soll man dann jetzt gehen? Also mein Tipp wäre, wenn man wirklich die Seychellen 14 Tage Zeit hätte für Urlaub, sollte man auf jeden Fall die 3 Hauptinseln, nämlich Mahé, Praslin und Ladik. Ansonsten kann man auch für eine Woche ein schönes Segelschiff mieten. Mit Personal oder ohne Personal segelt man sich durch, dann kann man in dieser Woche zum Beispiel bis zu 9 Inseln gesehen zu haben. Aber man wohnt dann später eine Woche in einem Hotel. Mein persönlicher Tipp natürlich, Ladik ist die Insel nur mit Fahrrädern, sagen wir, wenig Autos. Mahé ist aber politisch und wirtschaftlich unsere Hauptinsel, aber für Leute, die gerne unbedingt viel los haben wollen, ist besser, die bleiben auf Mahé. Aber auf Dennis Island zum Beispiel wäre mein Tipp für Leute, die nur runterkommen wollen, Strand und Ruhe. Okay, und wie viele Schweizer kommen jedes Jahr auf die Seychellen? Ah, ich bin ganz stolz, wir haben 7% plus Zuwachs bekommen von der Schweiz. Ich hoffe jetzt mit Grenzenlos dieses Jahr, dass es mehr wird. 12.512 Schweizer haben unser Land besucht in 2016. Vielen Dank.